Ja. Ich hasse Banditen. Nee, die wollte ich eigentlich nicht haben. Die eigentlich auch nicht. Genau, die wollte ich haben. Meine Alte hier. Genau. So, schnell mal alle Wummen nachladen. So. Sehr, sehr schöne Waffenkombo hier. Ich check nochmal eben hier alle ab, ob ich hier noch irgendwo was habe. Und wenn es auch nur irgendetwas, ich hätte auch Sprengstoff gehabt, sehe ich gerade. Muss mich also mal ein bisschen mehr mit meinem Inventar auseinandersetzen. Gut, er ruht sich jetzt hier erstmal aus. Ich glaube, wir haben jetzt hier soweit auch alles durchgecheckt. Dann können wir jetzt weiterfahren. So. Und ich trinke ganz schnell nochmal einen Schluck. Irgendwo habe ich hier, da, ein kleines Wässerchen stehen. So. Dann kann Atium nämlich fahren und ich kann derweil trinken. Gute Arbeitsteilung. So. Ein Schluck genügt. Oh, da oben ist eine Lampe, die schieße ich mal aus. So. Denn wer weiß, was hier hinten noch alles auf mich wartet. Da war ich schon drin, glaube ich, oder? Ja, da war ich drin. Eine Falle gibt's hier und oh. Radioaktiv. Zeit für meine Gasmaske. Boah, der Geigerzähler schlägt aus. Ich muss jetzt hier ein bisschen Gas geben. Ja, stimmt, die Gasmaske ist nur an der Oberfläche. Der Geigerz. Okay, da hinten scheinen ein paar von denen zu sein. Ich schleich mich jetzt hier mal ran. Ich schau mal nach. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay, da kommt jetzt gleich einer. Den muss ich jetzt quasi von hinten erledigen. Höre Schritte. Oh, eine neue Gasmaske. Und Lämpchen aus. Ah, da kommt er. Ja, die brauchen ziemlich lange, sagt er. Tja. Erwischt. Da. Aber damit ist die Gefahr noch nicht gebannt. Denn hier schläft einer noch. Hey du. So, den ersten hätten wir. So. Okay, da vorne sind zwei. Ah, genau, leg dich mal schlafen. Dann kann ich nämlich erst einen Kumpel hier erledigen. So. Schön Munition sparen. So. Okay, da hinten. Oh, scheiße, ich bin sichtbar. Lieber mal hier außen lang schleichen. Also, jetzt schließt das Tor und hau mich hin. Die Jungs machen einen echt fertig. Ah, verdammt, ich habe vergessen zu lesen. Sich so an, als ob irgendwer sich gerade anschleicht. Ich muss aufhören, verdammt nochmal. Ja, das hört sich nicht nur so an. Es ist auch so.
Hm. Ja, das scheint dann wohl das Tor zu sein. Okay. Da gibt es wohl noch einen Seitengang oder sowas. Ach, man kann hier bestimmt auch drunter. Ja, nee, kann man doch nicht. Was sagt denn mein Tabulator hier? Ah, ich muss da lang. Ich muss hier rein irgendwie kommen. Gut, aber ich glaube, ich lese erstmal ganz schnell nach, was wir hier im Tagebuch haben. Nämlich. Banditen. Pavels Gruppe rückt zur Tretiakovskaja. Mit ein bisschen Lesen klappt es auch vor. Also Pavels Gruppe rückt zur Tretiakovskaja vor, auch als Venedig bekannt. Achso, das haben wir ja schon mal. Ich habe aber irgendwie Einträge bekommen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss die beiden da jetzt auch erstmal kalt machen, beziehungsweise erstmal außer... Ah, vielleicht hier hinten rein. Ah. Okay, zwei Typen. Muss aufpassen. Das war jetzt echt dumm. Boah, scheiße. Ah, fuck. Scheiße, die falsche Knarre genommen. Alarm! Sie sind hier! Hat ihn jemand gesehen? Nee. Ah, okay, das ging jetzt ein bisschen in die Hose hier. Er war ein klasse Typ. Aber so viel... Oh. Verdammt! Scheiße, Verletzter! Verletzter, Toter! Einer lebt hier noch. Oh, oh. Ich dachte, ich habe jetzt hier so ein mittelschweres Feuerchen gelegt. Da. Schnell mal nachgeladen. Oh, oh. Das brennt jetzt hier ja wirklich alles. Aua, 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 aua. Nicht schl... Oh Gott, die... Ich hoffe, da ist kein Benzin drin oder sowas. So, einer von diesen Typen lebt jetzt noch. Ja, das hätte ich jetzt hier so schön erledigen können, aber... habe es mir jetzt auch leider ein bisschen versaut. Naja, gut. Müssen wir halt jetzt mit leben. Okay... Was sagt denn mein Buch, wo ich hin soll? Ah, hier oben ist ein... Ah, damit aktiviert sich hier dann wahrscheinlich das Tor. So, einer lebt hier noch. Na, ich sehe ihn auch schon. Da ist er. So. Jetzt habe ich den einfach mal umgebracht. Aber sie haben es ja auch alle verdient. Das sind ja auch Schweine hier. Muss man ja mal so sagen. Kann ich jetzt eigentlich mit meinem Autochen weiter? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ja, da vorne steht es. So. Und rein ins Auto. So, ein paar Leichen hier überfahren. Die Knarre gefällt mir hier übrigens. Die ist ziemlich cool. Tötet sehr präzise, sehr schnell, sehr gut.
So, was haben wir hier? Ah, noch eine neue Gasmaske. Aber ich habe ja eigentlich schon eine gute. Was ist los mit dir? Zum Wachdienst. Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er uns am Arsch. Ohne Scheiß. Ja, dann lass uns gehen. Oh oh. Okay, sie kommen in meine Richtung. Lalalala, ihr seht mich nicht. Was zum Teufel? Wessen Karre ist das? Oh. Oh oh. Okay, also er sieht mich relativ gut. Kopfschuss. So. Das hier. Licht anmachen. Oh Gott, das Licht ist ja auch schon fast am Boden angekommen. Ein bisschen aufwerten hier. Ein bisschen leuchten lassen. So, viel besser. Ja, nur ein Klo. Na gut. Hier hinten komme ich her. Hallo, ich meine, bei den Banditen muss man sich ja nicht durchschleichen. Die haben Frauen und Kinder gefangen genommen. Natürlich muss ich gegen die kämpfen. Man muss hier auch mal ein paar Leute töten können. Nicht immer nur schleichen und am Leben lassen. Also einige von diesen Wichsern haben hier echt einen qualvollen Tod verdient. Oh oh. Sollte mich nicht wundern, wenn das hier die benannte Falle ist. Okay. Der Erkundungsdrang gewinnt dann eben doch. Du Scheiße! Das ihre Opfer? Okay, diese Kerle sind sowas von am Arsch, ich sag's euch. Ich höre Frauen. Okay. Oh Gott. So. Sorry Leute, wenn ich mir da jetzt meine Moral mit versaue. Aber die kann ich hier beim besten Willen nicht leben lassen. Da werden Frauen und Kinder gequält. Ich muss da rein. Oh Mann, ey. Wo gibt's hier diesen scheiß Schlüssel? So. Ah, hier gibt's einen Hintereingang, oder was? Nee, gibt's nicht. Kacke. Ah. Oh oh, ganz schön gruselig hier. Ja, ja, denn das Übel kommt von hinten. Von hinten kommt der Tod. Tja. So schnell kannst du gar nicht schießen, dann bist du schon tot. Was? Granate? Oh mein Gott. Ja, keine Angst, Mädels. Ich helfe euch. Ich helfe euch gleich, aber erstmal müssen die hier noch alle weg. Du, mich kriegen! Oh oh. Leben die hier noch? Du stirbst jetzt! So. Ah, ich hab's geschafft, die Mädels zu retten.
jeden Fall gab das gerade einen positiven Punkt. Ja gut, ich hätte auch nicht in diesen Gang fahren können und hätte auch den anderen Weg nehmen können. Dann, ja, wären die Mädels hier nur nie gerettet worden. Aber es gibt hier noch was zu tun.